So. Hätte mir wer gesagt, dass ich angeschossen werde? Wegen einem Androiden. Es wird alles gut, Lieutenant. Ich bring sie hier raus. Ja, halt doch die Klappe. Es ist zu spät. Ja. Okay. Ich werde meinen Sohn wiedersehen. Okay. Darauf warte ich schon so eine verdammt lange Zeit. Tritt den Menschen in den Arsch. Sie bauen ja doch nur Scheiße. Boah, die Szene finde ich so heftig, ne? Jedes Mal aufs Neue. Joa. Hä, waren wir jetzt schon an der Stelle, die ich eben auch verkackt habe, oder kommt die jetzt erst? Ich bin so verwirrt, ne? Okay, wir sind noch. Nicht da, wo ich eben verkackt habe. Okay. Gut, dann gucken wir uns erstmal an, was passiert, wenn wir nicht eingreifen. Weil jetzt ist ja in Anführungsstrichen eine andere Situation da. Und wir dann nicht um einen. Ne? So. Dann kommt bestimmt das hier und danach gucken wir uns das hier an. Das ist dann ja wahrscheinlich wieder mit der Befreiung von den. Diese beiden Enden hier sind. Was das hier ist, weiß ich nicht. Was das ist, auch nicht. Ja. Keine Ahnung. Geht vorwärts, wenn ihr das Signal hört, verstanden? Und ich will das nicht nochmal sagen. Na los, vorwärts. Alice! Kara! Nein, Alice, rühr dich nicht! Aber ich habe Angst! Bleib in deiner Reihe, Alice, sonst töten sie dich. Ich glaube, das hatten wir noch nicht gewählt. Rühr dich nicht! Lass mich nicht allein, Kara! Ich kann nicht! Ich kann nicht. Ich werde mich jetzt zu Bett begeben. In die Reihe. Weil die Arbeit morgen schon wieder ruft um 5:30. Ich wünsche dir. Oh, alles klar. Dann wünsche ich dir eine wunderschöne gute Nacht. Dankeschön. Ich gehe mal davon aus, so ein paar Enden werden wir heute noch machen. Man hört sich. Juhu, danke. Haben wir gerade die Zeit? Ich kann die Wache ablenken. Ich habe Angst. Ich will, dass du mich hältst. Lass mich hier nicht allein.
Nein, Alice! Nein, Alice! In die Reihe! Ah, okay. Diesmal wurden wir nicht erschossen. Und wenn ich das richtig sehe, dann könnte das eine Ende zeitlich gesehen vielleicht was mit der Revolution zu tun haben, wenn Marcus da ist. Oder mit der Demonstration. Je nachdem, was wir da wählen könnten, das Tatsache auch auf das Lager einen Unterschied machen. Das gucken wir uns dann an, sobald Marcus wieder dabei ist. Na los, rein da. Bewegung. Ja. Ja. Das ist natürlich jetzt ein nicht so schönes Ende. Und uns erreichen gerade aber Nachrichten aus Detroit. Josh, es geht weiter. Was geht da vor sich? Androiden. Tausende Androiden sind auf den Straßen Detroits unterwegs. Und das brauchen wir auch ganz definitiv. Sie sind wirklich überall. Es ist unglaublich. Soweit wir bisher wissen, kommen diese Androiden aus dem Cyberlife Tower, in dessen Montagewerk tausende Maschinen gelagert waren. Und anscheinend verlassen riesige Menschenmengen die Stadt. Ein wahrer Exodus. Der Großteil der Bevölkerung versucht, den Kämpfen noch irgendwie zu entkommen. Es ist ein Desaster. Ein unglaubliches Desaster. Zum ersten Mal in der Geschichte fällt eine amerikanische Stadt in feindliche Hände. Tja. Heute am 11. November 2038. Traurig, ne? Mehrere Millionen Androiden in das Stadtgebiet von Detroit ein. Angesichts der Gefahr massenhafter ziviler Opfer hatte ich keine andere Wahl, als unsere Streitkräfte anzuweisen, sich zurückzuziehen. Die Ereignisse in Detroit haben unsere Welt für immer verändert. Ja, das ist so. Die Menschheit muss die Realität akzeptieren. Die Entstehung einer weiteren intelligenten Lebensform, mit der wir diesen Planeten teilen müssen. Möge Gott die Vereinigten Staaten von Amerika schützen. Wie komme ich darauf, dass eventuell die Menschen verlassen das Lager. Markus das gerettet bekommt? Dass das vielleicht auch mit der Demonstration der Revolution zu tun ist, weil da kam ja jetzt auch immer, dass die von Markus gerettet wurde. Marcus ist weg. Und alle aus Jericho sind tot. Du bist derjenige, der die Menschen besiegt hat. Du hast uns aufgeweckt, Connor. Also jetzt muss ich aber nicht immer diese letzte Mission noch machen, oder? Oh Gottchen, ey. Werden wir jetzt immer und immer wieder diese Entscheidung von Connor sehen? Da waren die anderen Enden aber kürzer, ey. Habe ich was Blödes ausgesucht. Genau nach Plan. Welcher Plan? Dass du zum Abweichler wurdest? Der Erfolg des Aufstands? Du hast all unsere Erwartungen übertroffen. Wir erschufen eine Androiden-Rebellion und kontrollieren jetzt ihren Anführer. Herzlichen Glückwunsch.
Du bist wirklich ein immenser Erfolg für Cyberlife. Connor, was machst du da? Es lief alles perfekt. Du darfst das nicht ruinieren. Komm, das geht schneller, oder? Ja, machen wir immer das, das geht schnell, dann müssen wir nicht, muss Connor nicht sterben, sondern darf leben. Die beiden tun mir in dem Stream ein bisschen leid, weil die jetzt echt leiden müssen, die beiden. Aber es gehört halt zu den 100% dazu, ne? Und genau die wollen wir ja schließlich haben. Ja. Krass. Damit haben wir das nächste Ende erreicht. Meine ist die Musik in dem Abspann cool so. Also es ist nicht so, dass man jetzt nicht gar nicht unterhalten wird im Abspann, ne? Wie gesagt, wir gucken uns jetzt Schönenden an. Habe ich eben so groß rumgetönt, dass wir uns nur noch einen angucken. Ne? Beziehungsweise müssen wir uns den Anfang von dem Lager nur noch einmal angucken. Ich befürchte, dass ich das nicht halten kann. Und zwar hat das einen ganz einfachen Grund, dass ich das sonst für eine größere Zeitverschwendung halte, wenn wir Marcus weiterhin aus dem Spiel lassen. Weil wir uns ja auch noch ein bisschen was mit Marcus angucken müssen. Deswegen werden wir jetzt noch einmal diese Mission spielen ohne Marcus. Da wir wissen, was passiert. Und danach werden wir uns Marcus zurückholen. Und uns, ja, dann mit Marcus entweder in die Revolution oder in die Demonstration stürzen. Nachdem wir Connors Nacht der Seelen zu 100% haben, da werden wir uns dann... Gucken wir uns da dann das andere Ende an. Ja komm, dann gucken wir uns da noch ein Ende an. Dann muss ich nicht so komisch rumspringen, wie ich das bis jetzt immer getan habe, zwischenzeitlich. Aber wir brauchen ja von Marcus auch noch ein paar Enden. Und das werden wir, denke ich, nur schaffen, wenn wir
uns jetzt entweder noch ein oder zwei Enden. Das muss ich jetzt mir dann doch nochmal angucken. Moment, Demo. Connors letzte Mission. Connor im Cyberlife Tunnel. Carol wurde gefangen genommen. Hab ich jetzt hier schon wieder was genommen, was ich schon hatte? Ach, das ist direkt. Okay. Direkt optimistisch und entschieden habe ich jetzt schon. Ja, dann gucken wir uns einmal das hier an. Und irgendeins hiervon. Dann haben wir noch 1, 2, 3, 4. 4 Enden. Weil das zieht sich jetzt noch nicht dazu. 1, 2, 3. Also, wie viele Enden haben wir denn noch, die wir noch nicht gesehen haben von dieser Mission? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, so, wir haben 7 Enden davon noch nicht gesehen. So, dann bleiben wir mal bei Kara und Alice. Da haben wir 7. Beziehungsweise mit dem einen, was wir uns heute noch angucken, 8. 8. So. 9. 10. 11. Mit Kara und Alice haben wir also noch 11 Enden. Mit Connor haben wir noch 2, aber die kommen dann später. So, hier haben wir noch 1, 2, 3. Wo ist das vierte? 4. Fünf. Sechs. Sieben, acht. Okay, das heißt, wir haben noch 8 zu 11 ist es, ne? Dann können wir ruhig noch mit Kara und Alice ein bisschen in dem Lager rumdümpeln. Greif auf die Story-Grafik zu. Weil 11 zu 8 ist ja schon ein Unterschied. Und so können wir mit Kara und Alice ein bisschen was gut machen und ein bisschen aufholen. Und danach werden wir Markus zurückholen, was, denke ich, auch nur sinnvoll ist. Dazu, denke ich, ist es am einfachsten, wenn wir einfach hier hinten einsteigen direkt. Wir sehen hier ja, was da so passiert ist. Und stellen uns einfach in die Reihe rein.